Die Beko Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln? Bei mir ist jetzt Thomas Plätzinger, der Autor des Buches Gentlemen, wir leben am Abgrund. Und du hast mir gerade schon was verraten zu dir und Jens Pfeiffer. Das musst du jetzt allerdings den Zuschauern auch nochmal verraten. Ja, wir sind sehr, sehr alte Freunde. Also wir haben uns vor 15, 16, 17 Jahren beim 25 Jahren vielleicht sogar beim Ponyreiten kennengelernt. Ja, also wir sind sehr, sehr alte Freunde. Und er ist mein Trauzeuge und wir sind also sehr alte Freunde, ja. Warum das interessant ist, ist nämlich die Tatsache, dass Herr Plätzinger ein Buch geschrieben hat über die letzte Saison von Alba Berlin in der Beko Basketball Bundesliga, die ja im Endeffekt so die Schriftform von dem Film über die Saison von Phoenixhagen vor 2 Jahren ist. Vielleicht die erste Frage mal, du stammst auch hier aus Hagen. Warum hast du dich bei der Auswahl deines Buchthemas für Alba Berlin entschieden und nicht auch für Phoenixhagen? Mehrere Gründe. Also einen Grund ist natürlich, dass ich in Berlin lebe und dass es natürlich logistisch ganz, ganz anders abläuft. Also man muss sowieso so viel reisen. Wenn ich das also gemacht hätte, dann hätte ich ja nach Hagen zurückgehen müssen und das war einfach nicht möglich. Also ich lebe in Berlin und da interessierte mich natürlich dann Alba Berlin. Zweiter Grund ist auch, dass Jens natürlich hier sich um Hagen gekümmert hat und ich bin so ein bisschen am anderen Ende des Spektrums gelandet und habe dann den Basketball beschrieben, der so knapp an der Meisterschaft vorbeigeht, nicht knapp am Abstieg. Habt ihr euch denn dann auch so abgesprochen nach dem Motto, hier, pass auf, das habe ich bei mir im Buch oder das habe ich bei mir im Film, legt da vielleicht den Fokus ein bisschen anders, wenn ihr von den Projekten wusstet? Also wir haben uns nicht abgesprochen. Ich habe sein Projekt, das ja eine viel längere Vorlaufzeit hatte, habe ich natürlich so mitgesehen in der Entstehung. So. Und ich habe natürlich einen ganz anderen Ansatz bei meinem Projekt gehabt. Also das doppelt sich nicht, das schneidet sich nicht irgendwie die Luft ab oder so. Die sind schon grundverschieden, obwohl sie beide natürlich sich mit unserer Begeisterung für den Basketball beschäftigen. Das Buch erscheint am 5. Januar. Was kann man denn in einem Buch besser transportieren als in einem Film in so einer Saison? Ich glaube, die Komplexität des Ganzen, also man hat, wenn man einen Film hat, natürlich nur 90 Minuten Zeit oder 88 ist der Film, glaube ich, lang und das Buch wird fast 400 Seiten haben, da kann man, glaube ich, sich der Komplexität so einer Saison besser widmen. Also es ist ja schon ein 10-monatiger Zeitraum, mit dem man sich da befasst und da passieren so viele Dinge. Als Filmemacher muss man sehr stark reduzieren, im Buch kann ich mich ein bisschen mehr ausbreiten und meine Beobachtung tatsächlich noch mehr Raum geben als im Film. Wie schnell wird man als Außenstehender dann in so einem Basketballteam akzeptiert, wenn man, ich sag's jetzt mal ein bisschen ketzerisch, für das Team nichts beiträgt? Ach, das ging relativ schnell. Also ich bin mit ins Trainingslager gefahren und nach einer Weile wird man unsichtbar tatsächlich. Also ich bin halt der Typ, der immer da auf der Bank sitzt und nach einer Weile fällt das nicht mehr weiter auf. Also die Akzeptanz ist da sehr, sehr schnell. Die Leute lernen sich ja auch alle erst kennen im Trainingslager und insofern, wenn man von Anfang an dabei ist, ist das keine große Schwierigkeit, muss ich sagen. Du hast ja auch schon verraten, du hast den Film mindestens 5-mal gesehen, hast du gesagt. Was ist deine Lieblingsszene im Film? Im Film gibt es einige ganz tolle Szenen aus der Kabine. Es gibt eine Tiraden-Szene, wo der Michael Jordan da steht und richtig schimpft. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Beeindruckend finde ich dabei vor allen Dingen, dass die Kamera da ist und man weiß gar nicht, wie das passieren konnte, dass da eine Kamera ist und solche Emotionen trotzdem passieren. Dann gibt es eine ganz tolle Einlaufszene zu Beginn des Films, wo die Kamera quasi mit den Spielern tanzt. Das wirkt sehr, sehr choreografiert, ist aber tatsächlich im Dreh entstanden, was eine ganz tolle Geschichte ist für den Kameramann und für den Filmemacher, dass es so organisch ineinander fließt. Spieler laufen ein, Kamera tanzt drumherum, ganz tolle Szenen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir freuen uns auf den Film und am 5. Januar, da kommt das Buch in den Handel, es heißt Gentlemen, wir leben am Abgrund. Die Beko Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?